liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunftsnah, dem Magazin für Perspektiven und Regionalität der Stadtwerke Jena-Gruppe. Ja, 60 Jahre sind ein stolzes Jubiläum, erst recht, wenn es sich beim Jubilaren um ein Unternehmen handelt. Einen solch runden Geburtstag feiert in diesem Jahr Jena Wohnen. 1958 als VEB, Kommunale Wohnungsverwaltung Jena, gegründet, entwickelte sich das Unternehmen in 6 Jahrzehnten zu Thüringens größter Wohnungsgesellschaft. Grund genug, dieses Jubiläum ordentlich zu feiern. Natürlich begeht man als Wohnungsgesellschaft ein solches Jubiläum am besten mit seinen Kunden, den Mietern, und zwar dort, wo sie leben. In verschiedenen Stadtteilen feierte Jena Wohnen Wohngebietsfeste mit den Mietern, von denen viele, vor allem in Lobeda, schon seit Jahrzehnten in Wohnungen des Unternehmens leben. In dieser langen Zeit hat sich das Bild der Wohngebiete erheblich verändert. Und daran hat auch Jena Wohnen maßgeblichen Anteil. Durchaus Grund, ein bisschen stolz auf die 6 Jahrzehnte zurückzuschauen. Ja, 60 Jahre ist eine sehr lange Zeit, fast ein ganzes Leben. Und es ist auch ein Zeichen dafür, dass wir im 60. Jahr angekommen sind des Unternehmens, dass wir auch ja, einfach in einer langen Linie unterwegs sind. Also dass wir sehr langfristig denken und sehr nachhaltig denken auch an dieser Stelle. Und deshalb kann so ein Unternehmen, was sich mit Immobilien und vor allem mit den Wohnungen und dem Zuhause von Menschen beschäftigt, auch an so einer Stelle mal auf die 60 Jahre zurückschauen und schauen, was ist in den 60 Jahren passiert, wohin haben wir uns entwickelt, wo stehen wir heute. Dabei fing alles recht überschaubar an. 1958 wurde der VEB, Kommunale Wohnungsverwaltung Jena, gegründet und mit der Verwaltung von 2000 Wohneinheiten betraut. In dieser Zeit herrschte in Jena, vor allem wegen des rasanten Wachstums des VEB Carl Zeiss, akute Wohnungsnot. Deshalb entstanden in den beiden folgenden Jahrzehnten tausende Wohnungen in den neuen Stadtteilen Lobeda Ost und Lobeda West. In den 80er Jahren kamen weitere in Winzerla hinzu. Bis 1988 war der Wohnungsbestand auf 26.000 Wohneinheiten angewachsen. Mit dem Ende der DDR ging auch das Ende des mittlerweile umbenannten VEB Gebäudewirtschaft einher. Nach der Umwandlung in die Städtische Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Jena MbH, kurz SWVG, in eine 100%ige Tochter der Stadt, ging es in den 90er Jahren vor allem um die Sanierung und Modernisierung des Bestandes. Dazu gehörten auch die Privatisierung und der Abriss verschiedener Objekte. Dabei wurden viele hundert Millionen Euro in den Wohnungsbestand und die Gestaltung des Wohnumfeldes investiert. War das erste Jahrzehnt nach der Wende vor allem von Sanierung und Modernisierung geprägt, setzte das Unternehmen ab Beginn der 2000er neue Akzente. 2002 wurden 94% der Gesellschaftsanteile an die Stadtwerke Energie Jena Pößneck verkauft. 2004 erfolgte die Umfirmierung in die Jena Wohnen GmbH. In den darauffolgenden Jahren realisierte Jena Wohnen eine Vielzahl von Großprojekten, die das neue, moderne Antlitz der Stadt maßgeblich mitprägten. Zu diesen Projekten zählten zum Beispiel die Wohnungen und Reihenhäuser an der Weidecksmühle, die Sanierung im Spitzweidenweg, der Bau des ersten Passiv-Mehrfamilienhauses Thüringens in der Kunitzer Straße, der Neubau der Wohnanlagen an der Tonnenmühle, in der Naumburger Straße am Händelweg, der Paraschkenmühle, in der Schützenhofstraße und viele, viele mehr. Ein Meilenstein war natürlich der Neubau der Friedensberg-Terrassen, für den Jena Wohnen 2018 mit dem Deutschen Bauherrenpreis ausgezeichnet wurde. Ebenfalls 2018 wurde der Grundstein für den ersten Hochhausneubau seit der Wende in Lobeda Ost gelegt. Mehr als 500 neue Wohnungen entstanden in den letzten Jahren. Inzwischen beläuft sich der Wohnungsbestand von Jena Wohnen auf rund 14.400 Wohnungen in allen Teilen der Stadt. Auch wenn die vielen Neubauprojekte durchaus eine Herausforderung waren, behielt man stets auch den vorhandenen Bestand im Blick. Denn der Fokus des Unternehmens lag und liegt immer auf der Zufriedenheit der Kunden. Ja, die Schwerpunkte sind natürlich an allererster Stelle und dann kommt auch lange gar nichts, sind unsere Mieter. Wir geben unseren Mietern ein Zuhause. Unser Leitspruch heißt mehr als vier Wände. Das heißt, wir wollen den Menschen nicht nur eine gute Wohnung, ein Zuhause in ihren Häusern bieten, sondern auch in ihrem Umfeld tätig werden, in den Quartieren tätig werden. Wir wollen, dass sie sich bei uns und in den Quartieren rundum wohlfühlen. Mit einer durchschnittlichen Kaltmiete von 5,64 Euro pro Quadratmeter ist Jena Wohnen nach wie vor der Garant für preiswertes und modernes Wohnen für breite Schichten der Bevölkerung. Und das soll auch in Zukunft so bleiben.
An neuen Ideen für die nächsten Jahrzehnte mangelt es auf jeden Fall nicht. In 60 Jahren ist Jena Wohnen weiterhin mit einem Bestand von ungefähr ein Viertel der Einheiten in der Stadt unterwegs, hat sich in verschiedenen Bereichen der Stadt auch auf neue Geschäftsfelder bewegt. Gewerbe ist ein festes Standbein von Jena Wohnen, Dienstleistungen stehen im Mittelpunkt. Wir wollen umfassende Angebote auch in die Wohnung bringen. Ich nenne das Thema Smart Home oder auch Unterstützungssysteme für ältere Menschen. Wir wollen Dienstleistungen in die Wohnung bringen. Jena Wohnen wird im Rahmen der Stadtwerke-Gruppe da zu einem umfassenden Anbieter für Dinge für das Wohnen und vor allem auch für das Drumherum. Sie haben Pfiff. Die Pfiff-Azubis des Jena Nahverkehrs. Pfiff, das steht für Fachkraft im Fahrbetrieb. Drei von ihnen haben im August am Wettbewerb Deutschlands Super Pfiff 2018 teilgenommen. Der Wettbewerb wurde zum zweiten Mal in Osnabrück ausgetragen. Auch wenn es unter den 25 Teams bei der ersten Teilnahme am Ende nur für einen Platz im Mittelfeld reichte, im kommenden Jahr wollen die Jena beim Busfahrerwettbewerb wieder mit von der Partie sein. Haben Sie schon einmal etwas von Buskegeln gehört? Das ist keine neue Sportart und hat auch mit dem Alltag von Busfahrern und Fahrgästen nichts zu tun. Sondern so hieß eine von mehr als 20 Stationen des Azubi-Wettbewerbs Osnabrück sucht Deutschlands Superpfiff. Tobias Hensken gehörte mit Florian Göbel und Markus Schönefeld zum Team der Jenaer Nahverkehrsgesellschaft. Bei den Stationen ging es um Wissen und um Spaß und darum, die Vielfalt des Ausbildungsberufes zu zeigen. Beim Buskegeln fahren die Buslenker mit etwa 20 Stundenkilometern auf einen Gymnastikball zu. Sie müssen im richtigen Moment bremsen, damit der Ball nicht unter dem Bus eingequetscht wird, sondern mit viel Schwung die Kegel umwirft. Das ist zwar keine Übung, die mit dem Arbeitsalltag eines Busfahrers zu tun hat, aber jeder Fahrer sollte zu jeder Zeit sein PS-starkes Gefährt unter Kontrolle haben. Der Wettbewerb in Osnabrück war für Tobias Hensken eine tolle Herausforderung. Die erschwerten Bedingungen, die wir an diesem Tag in Osnabrück vorgefunden haben, waren verschiedene Handicaps, darunter waren zugeklebte Spiegel, enge Parklücken und sehr begrenzte Räume, in denen wir zum Beispiel wenden mussten oder mit dem Gelenkbus rückwärts fahren mussten. An diesem Tag zusätzlich gab es noch sehr starken Regen, der unser Sichtfeld eingeschränkt hat und die Aufgaben nochmal extra knifflig gemacht hat. Was sehr viel Spaß gemacht hat, war an diesem Tag das Buskegeln, wo wir mit dem Bus und einem großen Ball Regenrohre umschmeißen mussten. Die Teamaufgaben haben ebenfalls sehr viel Spaß gemacht. Hier konnten wir unter Beweis stellen, wie schnell wir im Dreierteam arbeiten können. Betreuer des Jenaer Wettbewerbsteams war Marc Neugebauer. Der Mitarbeiter in der Leitstelle des Nahverkehrs kann auf 30 Jahre Erfahrung als Fahrlehrer zurückblicken. Besonders bei der Übung Busstart unterstützte er seinen Schützling Tobias Hensken. Dabei hängt vorn am Bus ein Pendel. Der Fahrer muss in einem Zug um eine Kurve lenken und so stehen bleiben, dass das Pendel mittig über einer Dartscheibe hängt. Das bringt die meisten Punkte. Zurücksetzen ist nicht erlaubt. Beim Wettbewerb der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück war diese Übung etwas einfacher als beim Training auf dem Betriebshof des Nahverkehrs in Burgau. Denn dort hatte der Fahrer das Pendel durch einen Weitwinkelspiegel am bereitgestellten Bus im Blick. Auf dem Jenaer Nahverkehrsgelände sah der Fahrer das Pendel überhaupt nicht. Auch bei dieser Übung war viel Feingefühl gefragt. Es ging bei dieser Veranstaltung um praktische Übungen, die nicht alltäglich sind, weil wann fährt man schon mal mit einem Linienbus rückwärts, beziehungsweise wann kegelt man mit einem Bus. Es durfte auch relativ selten sein, dass man in einem Gelenkbus Minigolf spielt. Es war bei den Auszubildenden auch das theoretische Wissen gefragt, theoretische Führerscheinprüfung, Erste Hilfe, Feuerlöschübung. Also eigentlich alles Sachen, die auch im täglichen Leben vorkommen können, die in der Ausbildung mit drin sind. Ja, und am Endeffekt eigentlich, wie gesagt, es sollte Werbung gemacht werden, Fachkräfte sollten gewonnen werden. Wir wollten damit aufzeigen, was der Beruf eigentlich alles bietet. Und ich denke, das ist den Kollegen in Osnabrück wirklich gut gelungen. Es war eine wunderbare Veranstaltung. Es war sicherlich manchmal auch anstrengend. Wir haben viel Spaß dabei gehabt. Wir haben zwar leider nicht den ersten Platz belegt, aber Teilnahme ist bekanntlich wichtiger als Sieg.
Und ich denke, alle Beteiligten waren sehr zufrieden, dass wir dort waren. Es hat allen viel Spaß gemacht. Und ich kann nur sagen, danke an Osnabrück. Und wir werden nächstes Jahr definitiv wiederkommen. Tobias Hensken wollte schon als kleiner Junge Busfahrer werden. Der 20-Jährige spricht von seinem Traumberuf. Und so übte er wieder und wieder das Rückwärtseinparken in eine sehr enge Parklücke. Beim Wettbewerb in Osnabrück musste das sogar in einer bestimmten Zeit abgeschlossen sein. Der Wettbewerb Deutschlands Superpfiff ist eine ausgezeichnete Werbung für den Ausbildungsberuf Fachkraft im Fahrbetrieb. Beim Jenaer Nahverkehr begannen in diesem Jahr 4 Azubis ihre Lehre. Um den Nachwuchs am Steuer von Bussen und Straßenbahnen ist es in Jena aktuell recht gut bestellt. Hoffentlich auch in Zukunft. Egal ob Glühbirne, Waschmaschine, Computer oder Heizung, in unseren Haushalten gibt es viele Geräte, die allesamt Strom benötigen. Das kann am Ende des Monats unter Umständen ziemlich teuer werden. Aber wie lässt sich im Alltag Energie sparen? Wir haben uns bei Jenaern nach ihren Energiespartipps erkundigt und diese von einem Fachmann unter die Lupe nehmen lassen. Machst du zu Hause irgendwas, um Energie zu sparen, oder hast du vielleicht Tipps, um Energie zu sparen? Also ich habe Energiesparbirnen drin. Aber sonst, ja, ich versuche beim Duschen das Wasser nicht die ganze Zeit laufen zu lassen oder beim Zähneputzen. Ja, aber sonst viel mehr mache ich eigentlich nicht. Energiesparlampen oder LEDs zu benutzen ist sehr sinnvoll. Da kann man als 2-Personen-Haushalt bis zu 270 Kilowattstunden pro Jahr sparen. Das entspricht in etwa 70 Euro. Und man kann auch bei uns im Servicebüro zum Beispiel LEDs ausleihen. Hier ist ein Koffer, da kann man die verschiedenen LEDs testen, wie stark das Licht ist und ob das für einen passt. Naja, wir machen schon was, zu Hause schon, ja. Die Steckdosen sind alle abgeschaltet, die Geräte, also diese Stand-by-Geräte waren abgeschaltet. Ja, und dann günstigen Kühlschrank, Waschmaschine. Ja, und Strom sparen machen wir nur an, wenn es dunkel ist. Die Antwort von dem Herrn war sehr gut, denn Standby-Geräte fressen sehr viel Energie im Haushalt. Man kann dagegen steuern durch Funksteckdosen oder indem man Steckerleisten installiert und kann dadurch mit einem Klick die meisten Stromverbraucher und Standby-Geräte ausschalten, ohne einzelne Geräte anzusteuern. Dazu, was auch viele Menschen nicht wissen, dass Handy-Ladegeräte auch sehr viel Strom oder Strom fressen, auch wenn kein Handy angeschlossen ist. Des Weiteren hat der Herr sehr gut gesagt, dass der Kühlschrank ein riesen Energiefresser ist und da kann man gegensteuern, indem man den Kühlschrank immer voll hat, beziehungsweise auch natürlich, dass der Kühlschrank nur so groß ist, wie man ihn braucht, dass man darauf achtet, dass es ein Energie-Plus-Gerät ist und auch regelmäßig abtaut, die Tür auch nur so oft wie nötig auf und zu macht und noch nicht offen stehen lässt. Und die Faustformel, die man sagt beim Kühlschrank, ist 1 Grad kälter, bedeutet 6% mehr Energie. Sehen Sie Potenzial noch irgendwo, wo man Energie sparen könnte? Naja, klar, gibt es ja in allen möglichen Bereichen. Sei es jetzt bei der Heiztechnik, bei der Computertechnik gibt es ja auch mittlerweile Energiesparmöglichkeiten. Das ist alles drin. Man muss halt nur das nötige Kleingeld haben. Was der Herr gesagt hat, ist nicht ganz richtig, denn man braucht nicht zwingend Geld, um Energie zu sparen, sondern man kann durch Energie sparen ganz viel Geld sparen auch. Das heißt, durch kleine Verhaltensveränderungen kann man Großes bewirken. Wenn man doch neue Geräte kaufen möchte oder energiesparende neue Geräte kauft, sollte man darauf achten, dass die Geräte möglichst den Ansprüchen genügen, das heißt nicht zu groß sind, dass sie sich auch in einer gewissen Zeit amortisieren durch die Einsparung. Ein anderes Thema ist auch natürlich das Thema Heizen. Das heißt, man kann auch hier sparen, indem ich etwas weniger die Heizung aufdrehe. Eine Faustformel heißt hier 1 Grad weniger Temperatur, heißt 6% Energiegewinn. Das nächste Thema heißt Kochen. Auch beim Kochen kann man sehr viel Energie sparen. Da gibt es auch kleine Tricks, wie zum Beispiel den Deckel. Wenn man mit Deckel kocht, kann man bis zu 30% Energie sparen. Und das bedeutet, bei 2 Litern Wasser täglich, die man auf ein Jahr kocht, kann man bis zu 260 Kilowattstunden sparen. Und damit würde man auch 60 Euro im Jahr sparen. Sehen Sie noch Potenzial irgendwo, wo man Energie sparen könnte? Also ich wohne hier in Jena im Altbau, da gibt es 1000 Möglichkeiten, Energie zu sparen, mit besseren Fenstern und so weiter. Wir bauen gerade selber ein Haus, deshalb ist Energiesparen sehr wichtig für mich. Aber im Neubau ist es natürlich was anderes, wie jetzt vielleicht in der Mietwohnung im Altbau, in der man nur vorübergehend wohnt. Was verbauen Sie denn in dem neuen Haus? Also wenn das wichtig ist. Wärmepumpe über Photovoltaik, also ein bisschen zukunftsorientiert. Das Einsparpotenzial im Altbau ist riesig, das stimmt. Für den Zweck haben wir auch Energieausweise, die unser Energieberater erstellen kann, um Vermietern zu zeigen, wie groß das Einsparpotenzial ist und wo es auch liegt. Wenn man neu baut,
dann ist es auch sehr gut darauf zu achten, dass man zukunftsorientierte Technik nutzt, beziehungsweise in dem Fall eine Wärmepumpe und Photovoltaik, denn es geht nicht nur darum, Energie zu sparen, sondern auch CO2 zu sparen. Und für all diese genannten Themen haben wir Produkte oder Dienstleistungen und Leistungen im Angebot, bei denen sich alle Kunden bei uns informieren können oder auf der Internetseite nachschauen können oder einfach bei uns vorbeikommen können. Vor gut 1,5 Jahren ging die Stadtwerke-App MainJena an den Start. Die Anwendung bietet den Nutzern ein vielfältiges Angebot an Informationen zu lokalen Themen. Nach 18 Monaten Laufzeit wollten wir mal schauen, wie sich die App entwickelt hat. Nachrichten, Mobilität, Veranstaltungen oder Wohnen. Die kostenlose MainJena-App bietet ihren Nutzern so ziemlich alle wichtigen Informationen, die man in Jena brauchen kann. Das reicht von aktuellen Nachrichten aus Politik, Sport und Kultur, einem interaktiven Veranstaltungskalender, Wohnungsangeboten verschiedener Anbieter, dem Entsorgungskalender der Müllabfuhr bis hin zum Fahrplan des Jena Nahverkehrs. Die Handhabung ist dabei einfach und übersichtlich. Das Menü lässt sich intuitiv bedienen. Zusätzlich bietet die App nützliche Features. So können die Nutzer an etlichen Punkten in der Stadt das kostenlose WLAN der Stadtwerkegruppe nutzen. Außerdem besteht mit der App die Möglichkeit, Handytickets für Bus und Bahn zu erwerben. Entwickelt wurde die MainJena-App vom Jena Softwareunternehmen TD Software. Das auf mobile Apps spezialisierte Unternehmen wurde 2007 gegründet und begleitete die Stadtwerke-Gruppe über den gesamten Entwicklungszeitraum der App. Für die Softwareentwickler war es wichtig, möglichst vielen Bürgern einen einfachen Zugang zu allen wichtigen Informationen innerhalb der Stadt Jena anzubieten. Dabei galt es auch, Bereiche einzubinden, die bisher nur in begrenztem Umfang digital zugänglich waren. Gerade das Thema Entsorgungskalender, also dass ich eine Push, eine kleine Information auf mein Telefon bekomme, dass ich morgen die schwarze Tonne rausstellen muss, das ist was die Nutzer wirklich lieben. Also ich muss nicht mehr selber daran denken, ich muss nicht früh um 6 aus dem Haus rennen, weil gerade das Müllauto vorfährt, sondern ich kriege abends einfach eine Info. Über 50.000 Mal wurde die App seit der Veröffentlichung im Februar vergangenen Jahres heruntergeladen. Mehr als 2.000 täglich aktive und rund 11.000 monatlich aktive Nutzer kann die App inzwischen aufweisen. Diese Zahlen steigen monatlich signifikant an. Ein Zeichen dafür, dass immer mehr Jener die Anwendung im täglichen Gebrauch nutzen. Die Entwicklung der App steht dabei natürlich nicht still. Ständig werden Anpassungen vorgenommen, auch solche, die von Nutzern der App erfragt werden. Wir haben das, denke ich mal, an der Stelle halt in verschiedenen Bereichen auch der App schon gemacht. Das Wohnthema wurde ausgebaut. Wir haben beispielsweise Parkplätze, auch wissen die wenigstens mit in der MainJena-App. Also ich kann dort schauen, wo kann ich mir einen Parkplatz mieten in Jena. Also so eine Anforderung, die kam dann auch von Nutzern der App rein. Hey, schön, dass ihr Wohnungen habt, aber wie sieht es eigentlich mit Parkplätzen in Jena aus? Sowas wird dann mit hinzugefügt. Und es ist ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, muss man ganz klar sagen. Also wir wollen das Produkt weiterentwickeln. Das ist ein Start, die ersten 1,5 Jahre. Unser Ziel war erstmal, eine solide Basis auch zu herzustellen, dass die Nutzer das jeden Tag verwenden können, dass Vertrauen da ist und wir werden das Schritt für Schritt weiter ausbauen. Die MainJena-App wurde sehr gut von den Jenern angenommen. Das lässt sich nach 18 Monaten Laufzeit feststellen. Nun geht es darum, die App weiterzuentwickeln und den Bürgern die Möglichkeit zu bieten, auch in weiteren Bereichen der Stadt die Services mit der App zu nutzen. So langsam werden auch in Jena die Tage kühler. Der Herbst hält tatsächlich Einzug. Was gibt es da Schöneres, als sich in entspannter Atmosphäre einmal richtig verwöhnen zu lassen und den Stress des Alltags zu vergessen? Das Freizeitbad Galaxy bietet dafür eine große Auswahl an verschiedenen Wellnessmöglichkeiten. Zur Ruhe kommen, den Stress um sich herum vergessen, seine Mitte wiederfinden. Wer das will, der findet ein umfangreiches Wellnessangebot im Galaxy. Ab sofort können die Anwendungen neben der telefonischen und der persönlichen Reservierung vor Ort auch bequem online von zu Hause gebucht werden. Am Tag der Behandlung sollte darauf geachtet werden, ohne Hast und Eile des Alltags anzukommen und sich somit auf eine ruhige Zeit einzustimmen.
außergewöhnliche Entspannung sorgt beispielsweise der Shirodhara, der sogenannte Stirnguss, bei dem man den Kopf ausschalten und die Seele baumeln lassen kann. Im Ayurveda, das ist ja die Lehre vom gesunden und langen glücklichen Leben. Und man versucht sozusagen immer den Ausgleich zu schaffen, wenn die Doshas aus der Balance geraten sind. Und bei dem Stirnguss ist es oft so, dass wir das bei Menschen machen, die sehr im Kopf sind, die oft nervös sind oder Schlafstörungen haben oder halt auch ständig im Kopf aktiv sind und keine richtige Ruhe mehr finden, weil das sozusagen wieder die Synchronität bei der Gehirnhälfte herstellt, innere Ruhe bringt und halt auch wirklich dieses Dosha wieder ein bisschen besänftigt. Bereits vor Beginn der Anwendung nimmt die Atmosphäre des Raumes durch Lichtstimmungen und Düfte Einfluss auf das Empfinden. Den Weg zur vollkommenen Entspannung ebnet dann eine wohltuende Gesichts- und Nackenmassage mit duftenden Kräuterölen. Im Ayurveda werden alle Sinne angesprochen. Und das geht über die Öle. Das sind alles Kräuteröle, reine Öle, keine chemischen Substanzen. Und man arbeitet mit Düften. Auch immer ausgewählt nach dem jeweiligen Dosha, was so ein bisschen aus der Balance geraten ist, um auch das wieder mit einzubeziehen. Und mit Musik, die halt auch nochmal ein bisschen Ruhe bringt. Bei dem direkten Stirnguss dann nimmt man die Musik raus, man verschließt die Ohren, dass man komplett bei sich ist, um einfach auch sich selbst wieder zu spüren. So soll das Gleichgewicht im Körper wiederhergestellt werden. Der Stirnguss ist fester Bestandteil der ayurvedischen Therapie und der Höhepunkt der Anwendung. Besonders entscheidend ist hierbei die Fließgeschwindigkeit des warmen Öls, das vom Scheitel über die Stirn geführt wird. Jeder Tropfen, der über die Haare hinabgleitet, ist auf der Kopfhaut zu spüren. Durch die Atmosphäre des Raumes können Körper und Geist zur Ruhe kommen. Also hier, der Raum ist sehr schön, sehr entspannt. Es ist sehr schön abgedunkelt, du kommst rein, es duftet gut, es ist sauber. Und auch das Öl, es hat so einen leichten Kokosduft, das war sehr entspannt. Und auch mit dieser Anfangsmassage, das war sehr schön, da kommt man erstmal rein und kann ankommen. Und wenn das Öl dann kommt, das ist sehr entspannt. Auch Lust auf Entspannung bekommen hat, sollte seinen Besuch im Wellnessbereich des Galaxy nicht zu kurzfristig planen und seine Behandlung frühzeitig reservieren, damit der Wunschtermin realisiert werden kann. Und dann steht einer erholsamen Auszeit nichts mehr im Weg. Ja, liebe Zuschauer, jetzt sind wir schon wieder am Ende von Zukunftsnah angekommen. Ich hoffe, wir konnten Sie ein wenig unterhalten und würde mich freuen, wenn wir Sie auch zu unserer nächsten Ausgabe dann im Dezember wieder begrüßen dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Machen Sie es gut.